Hi, Anja hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von HP auf dem Mobile World Congress in Barcelona und wir haben hier vor uns das neue HP Pro X2. Das ist ein Business 2-in-1, ein Tablet mit Tastaturcover und Stift, das sich hauptsächlich an Business-Anwender richtet. Und ja, in diesem Video wollen wir uns das Gerät hier mal ein bisschen genau anschauen, denn es ist recht spannend, vor allem auch für Business-Anwendungen, wenn jemand hiermit richtig arbeiten möchte und möglicherweise auch upgraden möchte, denn das ist hier möglich, das ist bei sehr wenigen Tablets möglich, hier ist das allerdings der Fall. Also schauen wir uns das Tablet mal ein bisschen an, es ähnelt vom Design her all den anderen Windows-Tablets, High-End-Windows-Tablets, es gibt einen eingebauten Kickstand, die Rückseite besteht aus Metall und eine Besonderheit ist eben hier, dass man die Rückseite abnehmen kann und die SSD austauschen kann. Ich kann das hier mal so ein bisschen versuchen. Die Rückseite hier kann man also abnehmen und dann kann man tatsächlich die SSD hier austauschen. Das ist auf jeden Fall spannend, dass man das kann. Es erscheint mit 128 GB bis 512 GB. Die SSD kann man also schon groß bekommen. Aber wenn man möchte, kann man die dann eben austauschen, einen anderen ersetzen und eben, wenn man möchte, mehr Speicher hinzufügen. Das ist auf jeden Fall spannend, dass das geht. Das Gehäuse hier besteht aus Aluminium. Ich versuche jetzt gerade die Rückseite hier wieder so richtig reinzutun. Besteht aus Aluminium, ist recht wertig verarbeitet. Der Rahmen hier besteht auch aus Aluminium. Das gleiche gilt für den Kickstand, den man, wie ihr seht, auch recht weit nach hinten klappen kann. Also wirklich sehr weit nach hinten. Das liegt fast flach auf dem Tisch dann. Das ist auf jeden Fall recht schön. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier oben eine Frontkamera, dann ein 12 Zoll großes Display. Das hat eine Full HD Auflösung mit 1920x1280 Pixel. Wir haben hier noch ein HP Logo. Im Inneren steckt je nach Modell ein Pentium Prozessor bis zu einem Core i7. Das hier ist ein Core i7 der Cadillac Generation. Es gibt bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und wie gesagt eine bis zu 512 GB große SSD. Eine LTE-Version gibt es ebenfalls, das hatten wir eben hier gesehen, da war das LTE-Modul untergebracht. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter drumherum. Wir haben hier unten einen Anschluss für die Tastatur. Dann haben wir auf dieser Seite zum einen den Kickstand, können wir mal kurz einklappen. Dann haben wir einen USB-Typ C 3.1-Anschluss. Das hier ist entweder ein MicroSD-Kartenslot oder aber ein SIM-Kartenslot. Dann haben wir einen großen USB 3.0-Port, ein Audio-Port. Hier oben haben wir dann einen Lautsprecher, was ganz spannend ist für Business-Anwender, ein Smart Card Reader, der ist optional, meine ich. Dann haben wir hier einen weiteren Lautsprecher, Power-Button, eine Lautstärkewippe und dann hier wieder Micro-SD-Kartenslot oder aber SIM-Kartenslot, je nach Ausführung. Dann haben wir hier, das ist vermutlich ein HDMI-Ausgang, ein kleiner und ja, das war's. Auf der Rückseite haben wir eine weitere Kamera mit einem Blitz, mit einem LED-Blitz. Dann haben wir hier einen Fingerabdruckleser, der dürfte auch optional sein. Und wie gesagt, eben hier die Metallrückseite, die wir gesehen habt, abnehmbar ist. Gut, hier drauf läuft natürlich Windows 10. Dazu gibt es nicht allzu viel zu sagen. Ist den Windows 10 auf dem Tablet, funktioniert immer super. Was standardmäßig mit dabei ist, ist dieses Tastaturcover. Das kann man ähnlich wie bei Microsoft oder auch bei den Vorgängern von HP, die sind hier auch nicht neu im Geschäft, magnetisch verbinden und sogar leicht anwinkeln. Das ist immer praktisch, dass man das kann, dadurch steht das Ganze etwas stabiler. Man kann auf der Tastatur hier ziemlich gut drauf schreiben. Das Touchpad ist angenehm groß, ist nicht so klein, wie wir es ab und zu mal bei einigen anderen sehen. Und ja, Tastatur ist auf jeden Fall schön gestaltet, ist eine schicke Tastatur und dürfte relativ normal groß sein bei einem 12 Zoll Display. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Die Tastatur scheint aus Kunststoff zu bestehen und hier haben wir so eine kunstlederartige Rückseite. Was im Lieferumfang ebenfalls enthalten ist, dafür entsperre ich das mal wieder hier, ist ein Stift, ein aktiver Stift, den haben wir hier auch. Der ist standardmäßig dabei. Es gibt hier so eine Schlaufe, wie ihr seht, an dem Tastaturcover. Und dieser aktive Stift ist ebenfalls dabei, hat zwei Buttons und ja, funktioniert eben so, wie wir es erwarten, wie der Surface Pen. Handschrifterkennung ist in Windows 10 immer recht gut, falls ihr das machen möchtet. Und sonst funktioniert der Stift ja auch in anderen Anwendungen, in Photoshop und so weiter. Ja, es soll demnächst erscheinen für ab 900 Euro.
ist gar nicht mal so teuer, allerdings dürfte das dann auch für die günstigste Version sein, vermutlich mit 4 GB RAM, mit einem Pentium-Prozessor. Aber wie gesagt, der Stift ist immer dabei, die Tastatur ist immer dabei und es ist eben upgradefähig. Die SSD kann man austauschen, das kann man nun wirklich nicht bei vielen. Das ist auf jeden Fall recht spannend. Gut, das ist ein schnelles Hands-on mit dem HP Pro X2. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Angel für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.